Hallo liebe Junkies, hier ist wieder mal Daniel vom Bohnendealer.coffee, Coffee for Junkies. Aufgrund einer durchaus berechtigten Frage zu meinem Einführungsvideo zur Jota habe ich beschlossen, ein kleines Video zu machen, um euch zu zeigen, wie verhält es sich eigentlich mit der Jota, wenn man es gerade kein Espresso zubereiten will oder sie nicht als Espresso-Mühle verwenden möchte. Geht die auch für andere Zubereitungsarten und im konkreten Fall galt die Frage tatsächlich der Aeropress. Deswegen hier ein hoffentlich nicht allzu langes und kurzweiliges Video zum Thema Kaffeezubereitung mit der Aeropress. In meinem Fall verwende ich wie gesagt die Aeropress Go. Ihr seht es hier vielleicht, ich arbeite hier mit einem Artisan Kettle, das ist die 0,6 Liter Variante von Provista. Zum Wasserkochen, ich habe die Giotta, ich habe sie jetzt bereits schon auf einem, finde ich, ganz guten Mahlgrad, also einen mittleren Mahlgrad eingestellt. Für die Aeropress, ich verwende eine Waage dazu, das ist die Espresso-Waage mit Timer von Reis. Ich verwende diesmal ausnahmsweise keinen Bohnendealer-Kaffee, sondern von einem jungen Mann, den ich aus einem dieser zahlreichen Facebook-Espresso- bzw. Kaffeegruppen kenne, der vor kurzem begonnen hat, selbst Bohnen zu rösten in der Nähe von Wien, hat gegründet das Label Bohnenspiel und ich werde jetzt einfach mal den Kaffee hier probieren mit der Aeropress. Ja, wie gesagt, ich mache das Ganze mit der Aeropress Go, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die kompaktere Variante der klassischen Aeropress. Ich finde die super toll, ich nehme sie lieber als die ursprüngliche große, weil sie einfach wenig Platz braucht und sehr handlich ist und auch auf einen schönen Urlaub mitgenommen werden kann. Wie ihr seht, ich starte jetzt hier mal mit 20 Gramm Kaffee. Das ist, wird ein bisschen kräftiger. Ihr werdet dann auch sehen, ich ziehe auch mit der Aeropress den Kaffee ganz gern kurz. Ich mag es, wenn er kräftig ist. Und ich finde, dass 20 Gramm da eine ganz gute Menge ist. Ihr hört im Hintergrund auch schon den Artisan, der ist mittlerweile auf Temperatur. Ich aktiviere jetzt nur die Warmhaltefunktion hier, dass wir hier schön bei den 88 Grad bleiben und wir in der Zwischenzeit mit der Giotta das mahlen können. Jo, übliches Prozedere, Deckel auf, Bohnen rein und dann starten wir hier mal den Mahlvorgang. Im konkreten Fall bin ich hier auf Stufe, ich würde sagen so 25, 26 circa. Rest wieder rauspusten. Sollte eigentlich ein ganz guter mittlerer Mahlgrad sein für die Aeropress. Jo, ich habe die Aeropress Go jetzt mittlerweile schon mal zusammengesetzt, sprich ich habe das Filterpapier hier schon eingesetzt, das ihr vielleicht sehen könnt. Als ersten Schritt empfehle ich immer einfach ein bisschen heißes Wasser zu nehmen. Und einfach um den Eigengeschmack loszuwerden, einmal kurz den Filter anzufeuchten. Das kurz mal da durchrinnen lassen. So, dann können wir hier den mit der Giotta gemahlenen Kaffee, ich zeige dir noch kurz mal in die Kamera, dass man das mal gut ein bisschen besser sieht hier, können wir hier dann auch schon einfüllen. Geht ganz gut. Der Durchmesser der Aeropress und der Cupping Dose ist sehr, sehr ähnlich. Und dann können wir hier auch schon das Wasser einfüllen. Ähnlich wie bei Pour Over empfiehlt es sich hier einfach langsam zu benetzen und kreisförmige Bewegungen zu machen. Ich mache das so lange, bis ich hier ungefähr bei 1,5 bin, also zwischen der 1 und 2. Ich hoffe, man kann das im Video halbwegs sehen. Das ist so die Menge, die ich mir meistens hier aufgieße. Dann ist hier so ein klappbarer Löffel auch noch mit dabei bei der Aeropress Go. Da rühre ich das Ganze mal mit durch. Und nach bereits einer Brühzeit von ungefähr einer halben Minute bis Minute, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so genau mitgestoppt, kann ich dann einen Stempel aufsetzen und Aeropress typisch hier den Kaffee durch das Kaffeemehl pressen. So. Ich bin gespannt. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus hier. Und voilà, ich habe hier einen netten Shot. Ich weiß, man sieht es in dem dunklen
To-Go-Becher vielleicht jetzt nicht ganz ideal. Ich hole mir mal eben eine weiße Tasse her. Und vielleicht sieht man es dann hier ein bisschen besser, wenn ich das hier rübergebe. Ja, im Prinzip habe ich hier eine ähnliche Menge wie bei einem doppelten Espresso jetzt in der Tasse. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Das war es im Prinzip auch schon zum Prosedere. Geschmack ist immer, wie ihr wisst, auch in meinen Augen eine sehr subjektive Geschichte. Aber ich finde, es ist wirklich schön zu sehen, dass die Giotta einfach für sämtliche Mahlgrade gut malen kann. Ich finde, der Druck auf der Aeropress war richtig ideal. Also es ging ein Ticken schnell vielleicht. Ich könnte noch ein Ticken feiner malen. Aber letztendlich muss ich das Ganze dann ja geschmacklich beurteilen. Rein optisch ist es das übliche Ergebnis, das ich da auch erwarte, und ich bin gespannt, wie eben dieser neue Espresso von Bohnenspiel hier aus der Aeropress schmecken wird. Ja, solltet ihr Fragen haben, auch zu anderen Zubereitungsarten oder euch da mal Videos wünschen, beziehungsweise Fragen zu anderen Themen haben, ihr wisst, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren. Unter bohnendealer.coffee gibt es einen WhatsApp-Me-Button. Beziehungsweise ja, per E-Mail oder telefonisch bin ich gerne erreichbar. Immer nur her damit, und gerne eure Fragen, Kommentare, Ideen, Wünsche auch hier unter dem Video in den Kommentaren. Ich freue mich, bald von euch zu hören. Alles Gute, bis dahin, euer Daniel.